Willkommen zurück. Mir ist gerade mal wieder das Spiel abgestürzt. Und vielleicht habe ich diesen Zwischenpart mit dem tollen Zitat hochgeladen. Der Fahne-Toilette? Was machst du da? Ich dance. Ich mach den Vorwärts-Rückwärtsgänger. Jetzt probieren wir nochmal das Schnellreisen. Hoff, warte mal. Wie komme ich jetzt auf Schnellreisen? Das verbinden. Jo. So. Oh Gott. Ich bin da. So, wir müssen. Lag Hast erstmal. du auch den Leg? Ja. Ich weiß nicht, ob wir da lang müssen. Ich bin mir nicht sicher. Wir sollten auf jeden Fall dahin, wo irgendwo Pflanzen sind. Ne, da noch nicht hin. Weil da, wo die Pflanzen sind, ist noch eine Reltosalz, die würde Ja, schaden. hab ich, also. Ja. Ja, du weißt das schon, ne? Ich kann in die Zukunft sehen. Du bist Marty McFly. Nein, der hat keine Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Der reist durch die Zukunft. Mit dem DeLorean. Ja. Wo ist sie denn? Hier. Ich habe sie vor dich gefunden. Vor dir gefunden. Ah ja, da hängt sie. Das sind diese netten Pflanzen hier. Dope. Die kommen. Ich glaube, die gab es doch in Myst 3 schon. Ja, die sahen Da konnten sehr. die. Genau, die sich so nach der Sonne bewegt haben, so ein bisschen. Ja, ich glaube, die sahen ähnlich aus. Ob es die gleichen sind, ich weiß es nicht. Und übrigens, das, was das so aussieht, als würde ich bei dir laggen. Also unser Internet laggt ja nicht, das ist einfach in-game. Du laggst zum Ja, Beispiel, haut sich immer so ein Stück nach hinten. ja, das ist normal. Das ist, weil es. Ja, ist jetzt denn? Ah, da. Was ich. Ja, solange ich nicht sage, Scheiße, wo ist der hin? Dann bin ich Da. normalerweise hinter Da dir. vorne ist unser super, super, super geiles Ding. Das finde ich übelst geil. Geil wäre auch, wenn du dieses Tor da öffnen könntest. Ich habe mich früher mal gefragt, oh, wäre geil, wenn das aufgeht und du da reinfahren könntest. Ich habe unauffällige Grafikfehler, die aber nicht weiter stören sind. Da hinten ist ein Journey Club, Sollst du also. auch hoch? Das ist nicht wichtig, wie gesagt. Stimmt, das, für Leute, die es nicht mitbekommen haben, Journey Club ist nicht so wichtig. Also, das sind Shellcloths, heißen die jetzt. Ich habe im Internet gelesen von Journey Cloths, aber okay. Ja, der Typ hat sich Shellcloths genannt in seinem Video. So, jetzt muss ich gerade gucken, wie ging denn hier die Steuerung nochmal? Kapitän, fahren am Steuer. Nach vorne. Ja, genau, geh du dahin. Machen Sie sich bereit. Die nächste Runde geht schon los. Ich bin der König der Welt. Ach nee, es war was anderes. Let's go. Na, war ich gut? Ist überhaupt nicht laut oder so. Was? Ich kann dich nicht verstehen, es ist so laut. Folgendes, früher, ich weiß nicht, hier ist mir das Spiel oftmals abgekackt. Ich weiß nicht warum. Kommst du? Wir müssen hochfahren. Strick uns den Hebel. Geh weg. Was? Sicher den Hebel. Da geht? Ja, nein, du musst aus meinem. Danke. Also, wenn jetzt unser Spiel abkackt, kein Wunder. Was passiert dir dann? Also, es ist mir halt früher passiert.
Momentan sieht's ja gut aus. Was? Hattest du das auch gerade? Ja. Ich renne da vorne und mache voll mit 180 Grad Drehung. Schon mal nehmen. Komm. Hier kannst du mal kommen, um uns einen Überblick verschaffen. Bei die Maschinerie hier. Hübsch. Schon eine fette, fette Maschine. Aber es ist natürlich alles ausgestellt. Und die zwei Handwerker vom Dienst sind natürlich auch da. Ja, da kann man gar nicht runter, obwohl das so aussieht. Hier kannst du aber runter. Wo bist du denn? Ich bin wieder reingegangen. Ich bleib mal extra oben an der Leiter, weil die sieht man kaum. Ja. So richtig. Also ich habe sie früher immer übersehen. Ja, das ist schon sehr... Nach deutschen Sicherheitsbestimmungen werde ich sicher schon durchgefallen. Jetzt muss ich mal gucken, ging die auf? Ich glaube nicht, ne? Ach ne, wir müssen das Ding runterschicken. Warte, ich bleib du mal unten stehen. Ich mach das gerade. Weil diese Maschine da blockiert uns jetzt den Weg und ich muss jetzt manuell runterschicken. Das Ganze geht nämlich. Ich dreh mich im Kreis, wenn mir langweilig ist. Nein, ich komme nicht. Ja doch, ich hab's geschafft. Okay. Ich kann mit dem Kopf durch das Ding durchgehen, das ist schön. Lass es mal, lieber, sonst glitzt du irgendwie. Wie die Klitsche. Ich kam, ich sah, ich glitschte. Ist es weg? Ja. Das heißt, wir könnten da jetzt durch. Jo. Ja. Mach mal bitte den Schalter da an. Ja, ich mach ihn an. Ich muss nur wieder hoch. Toll. Habe ich jetzt vergessen. Genau. Für später, dass hier schon mal Strom ist. Oder geht das schon direkt? Oh jo, geht direkt. Wunderbar. So, hier ist so das kleine Räumchen mit giftiger Luft. Ich werde schon ganz high von ihm. Ja. So, da mache ich nochmal so einen Schalter. Synchron-Ladder-Climbing. Ja, ich bin ein bisschen vor dir, ne? Ja, wir sind total synchron gewesen, ganz unauffällig. Wenn du jetzt ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt runterklettert, ey, dann hätte er aber was von mir bekommen. So, lag. Ja, das habe ich auch gerade. Wo ist die Leiter? Da ist die Leiter. So, ja, genau. Boy, du wirst das bei mir sehen, ich dauert meinen Arsch. Ja, Kopf. Ich sehe das. Ich habe gerade rausgehört. So, hier die Maschine ist praktisch auf der anderen Schiene, aber die funktioniert leider nicht. Das heißt, wir müssen hier raus. So, wie war das denn? War das der richtige Weg? Ich glaube nicht. Aber wir müssen dahin. Boy, laufen wir mal zurück. Da gab's da noch einen anderen Weg. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich mich jetzt nicht geirrt habe. Vielleicht war der hier draußen. Irgendwo war auf jeden Fall noch ein Weg. Ah, hier rüber. Ja, da bin ich gerade schon entlang gegangen. Ja und? Du Fähnchen, du. Du Fisch. So hier ist auch wohl Schalter schön. Da, wo ist das Schalterchen? Da ist das Schalterchen. Sollen wir das Journey Cloth benutzen? Ja, why not? So, ich bring mal hier die Donuts in Bewegung. Die sehen aus wie fette Riesendonuts. Ah, oh, ich hätte mal wieder Lust auf Donuts. Geht zu viele, die haben welche. An der Bäckerei-Dingens. Naja. Ja, so, Aufgabe für dich. Wo bist du denn? Ich bin hier den Gang hochgegangen. Komm mal zurück. Ja, flunk, sucht genau. Dich durch. So.
So, ich glaube rechts, rechts der Sitz erstmal. Ja, genau, da. Erstmal gucken. Das darfst du machen. Das ist ein Raumschiff. Hi, 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 the time. Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm an. Das ist eine Dampfmaschine. Könnte sogar sein. Ich da draufsetzen, wir haben nicht mehr. Ah, ne, hier musst du dich hinsetzen, natürlich. Da ist ja auch ein Stuhl. Solltest du dich da hinsetzen, wo der Stuhl ist? Ja, man geht zum Stuhl, deswegen ist es auch der sogenannte. Egal. So. Nicht im Weg. Ja. Okay, dann geh ich mal weg. Was muss ich denn eigentlich machen? Naja, du kannst ja mal nachdenken. Da unten war ein Ding, okay. Wir müssen jetzt ein bisschen nachdenken, das kann ein bisschen dauern. Warum steht aber der wieder auf? Gott verdammt nochmal. Habe ich dich das erlaubt, dass du einfach aufstehst? Du bist doch gar nicht aufgestanden. Ja, der stand gerade auf. Nö. Zweimal. Du hast ganz Zeit gesessen. Süßer Salamander. Und so. Na, okay, hier wird mir erstmal zu was anderem geschickt. Ach ja. Bist du am gucken? Ja. Das hier ist so eine Art Kläranlage, finde ich. Ja, wie funktioniert das? Naja, denk mal. Ah, ich glaube, ich hab's. Und Badam! Also. Achso, man muss es einzeln machen, okay. Was möchten wir jetzt eigentlich machen? Alles an- oder ausschalten? Also die Dinger, die sich drehen, mach mal aus. Und ich schätze, dann sollten wir auch dann mal die Ding öffnen. Also ich stehe gerade davor und da hat sich bis jetzt noch nichts getan. Ich schätze mal, wir sollten hier auch noch die... Bist du Wasser... Ne, Wasser abpumpen musst du auch noch. Achso, okay, Moment. Ah. So, jetzt müsste es passen. Das. Ah ja, jetzt ist was passiert. Ah, du stehst vor dem, okay. Achso, soll ich weggehen? Ah, hier siehst du, Alter, wie geil. Hier siehst du sogar, wie das Wasser abgepumpt wird. Ist das andere dran? Ich sag dir mal, wo du noch Leitern runterladen. Ne, hier ist Leiter. Hier auch Leiter. Hier ist auch Leiter, genau. Ich guck mal auf der anderen Seite. Der läuft. Okay, der hat gerade aufgehört, jetzt pumpst du ab. Und der da ist voll. Aber ich glaube, den musst du nicht leeren, oder? Welcher ist das? Da ist noch einer auf der linken Seite von mir aus jetzt, genau. Das kannst du natürlich nicht wissen. Ah, das ist der falsche. Jetzt befüllst du gerade irgendeinen wieder. Ja. Lustig, da mal zuzusehen. Jetzt hast du irgendwo wieder das Ding angemacht. Ah ja, da. Okay, jetzt ist aus. Kann aber sein, dass du da auch nichts abpumpen musst. Ich guck mal. So. Also wenn du meinst, du hast es, dann komm mal bitte raus. Dann müssen wir jetzt nämlich ein bisschen was gucken gehen. Gucken gehen. Jetzt hast du da das Ding wieder angemacht auf der Seite. Ich versuch das gerade auszuschalten. Es gibt einen, da funktioniert das glaube ich nicht. Das könnte sein, dass es der ist. Ja. Ja, dann lass den an. Wir haben einen, wo wir hoch können. Ja, bei dem geht es nicht.
So. Genau, hier Treppchen hoch. Wir gehen erst links. Mal runter gucken. Ja, ich hoffe, hier ist Wasser richtig abgepumpt. Ja, nicht scheint's merken so. Wir es. Da ist nur so ein bisschen Rest, glaube ich. Da, wo das Wasser, da, wo die Maschine läuft, ja, ist auch Wasser drin. Weil irgendwo war ja auch noch eine Relto-Seite. Da waren diese Kristalle. War das dies? Ja, davon nichts. Oh. Vor meiner Nase. Wo bist du denn hin? Bist du schon ins Rohr rein? Ja. Da sind sie. Oh. Genau. Schöne Farbe hat das Wasser eigentlich. Ja, so richtig schön ölig. Was meinst du, ist das hier eine Kläranlage? Naja, was, zum Glück gibt es kein Geruchsgaming. Es sieht so aus. Ja. So eine Art, dass es das Wasser auffrischt. Ah, Ah, doch, ist offen. Okay, ich dachte gerade schon. Ich hab alles aufgemacht. Ah, ich geh dreimal rum. Wo ich die Leiter treff. Kann man nicht runterspringen. Ein Fail meinerseits. Müssen wir gar nicht lang. Wir müssen nämlich von der anderen Seite kommen, dass wir von einer der anderen Seiten. Fällt dir das? Ich weiß nicht. Es mutiert. Es ist ein Doppelgamer. Also irgendwie müssen wir nämlich... Oh. Ne, da kommen wir nicht rüber. Hui. Nee. Es gab mal, mein Bruder hat das mal gemacht, so ein Cheat-No-Clip, womit du fliegen konntest. Wo bist du denn hingegangen? Ich bin wieder runter zu den Donuts. Wenn du kommst. Donuts. Für eine Seele. Ja, genau. Ja, ich glaube, hier war es. Wo bist du denn? Ja, bist du da? Ja, wo bist du denn? Einfach links lang gehen dann, wenn du bei den Donuts bist. Hier, ja. Genau. Welch so hier ist nämlich offen. Hätte ich dir sagen können. Hä? Och, ich weiß das. Das ist gemein. War echt, ey. Nein, das ist einfach, weil... Ey, mach das mal in Third Person, das sieht irgendwie auch so. Als würdest du so eine Art Space Shuttle oder so. Also. Ein Hauch von Raumschiff Enterprise. No. Surprise. Nein, nicht schon. Nein, jetzt kriegt der schon wieder in meinen Arsch. Ich glaub's nicht. Ihr müsst nicht. Das sieht so aus, als würde mein Arsch die ganze Zeit auf den Kopf. Das ist ja noch schlimmer in First Person. Seine schwebende Brille. So, und jetzt war auch on the other side. Of the 3-9 News. Naja. So, da haben wir es auf die andere Seite geschafft. Wir sind die Besten! Yay! Und ihr müsst auch ein Shellclaw sein. Ja, und das hier ist das Lustige. Wo ist das Shellclaw? Hier ist ich glaube, den konnten wir den. Kann man den Stein. Geh mal bitte weg. Den Stein kann man verschieben, aber nur von der anderen Seite. Wir müssen jetzt hochfahren. Ah, du musst es einen fahren lassen. Warte, ich mache uns mal Strom erstmal an, ne? Erstmal ganz ruhig, ich muss mal Strom anmachen. Britze! Dann fahren wir mal hoch, ne? Und die Cybergeräusche. Mach mal sowas. Oh. Dance. Ja, ich glaube, das war nicht hoch genug, würde ich sagen. Ich glaube nämlich, mein Herr, wir müssen hier etwas einstellen in diesen Dingern. Oh mein. Das überlasse ich auch dir.
Oh mein Gott. Diese Periskope, wenn ich das Wort noch in Erinnerung habe. Das sind doch Periskope. Ich glaube nämlich, da muss man Temperatur angeben. Oder? Ich guck mal rein. Ja. Oh, sind die aus? Sind die aus? Die sind aus. Ach klar, ich muss Strom nochmal anmachen. Ich glaube nämlich, das ist jetzt überhitzt. Oder? Nee, da ist an. Naja, du weißt ja, wie es geht. Das ist der Pro. Genau, und da hinten sind dann auch die komischen Bricks, die wir später brauchen. Ja, ich würde sagen, auch wenn wir die Bricks machen, dann hören wir auf, weil es dauert irgendwie 8 Stunden, bis die fertig sind. Und ich würde sagen, dann schlafen wir eine Nacht drüber, bis die fertig sind. Echt? Ja klar, die brauchen wirklich 8 Stunden oder so. Also, in der Offline-Version sind es 8 Minuten. Nur so. Weil man denkt sich dann so, man macht Arcana und in der anderen Zeit, wo die Bricks dann sich aufwärmen oder sich fertigstellen, machen die anderen Anunnai. In der Zeit. Genau, hier war Wasser. Oder so Dreck. Mann, ey. Stranger ist eine ganz schöne Pussy. Er muss gerade ein paar Notizen lesen. Okay, das ist diese Kontrollding. Geht das denn? Ich habe also, keine Ahnung. Also weil da ich habe mal nicht eine reingeguckt, da war nichts. Hier war nichts. Konntest auch nichts einstellen. Voll Scheiße. Aber hier ist es rot. Hier kann man was machen. Was ist denn hier auch rot? Ja, da kann man was einstellen. Ich laufe mal ein bisschen im Kreis. Und? Ja, ich bin gerade am Lesen, ist etwas kompliziert. So kompliziert. Na, ich denke mal, bei deinem, du bist ja ein schlauer Mensch, du wirst das schon kapieren. Ja, so, gucken wir mal. Ja? Das stimmt. Mal, hier ist noch so ein rotes. Ja, die roten, die sind falsch rum ausgerichtet. Was ist? Schau dir die Plattform an. Zwei ja. sind nach haben diese Rundung nach innen und zwei haben die Rundung nach außen. Also diese Einrundung. In der Mitte hier in diesem Ding? Nein, nach oben. Guck nach oben. Das sind ja. oben sind so Plattformen. 4 Stück. Ja. Ah, genau, ich sehe es. Wir müssten diese zwei dann so rumdrehen, dass die in die richtige Richtung zeigen. Und das sind die, wo das rot ist. Richtig. Genau, und das wäre dann noch hier. Aber der eine hat sich gerade nichts getan. Aber ich glaube, man muss das voreinstellen. Ja, da geht man zurück. Achso, Gott. In diesen Kontrollraum. Ja, hier ist ja gar nichts eingestellt. Ja, aber das macht man woanders. Das macht man woanders? Laut der Lösung müssen wir zurück in den Kontrollraum. Okay.
ich schon wieder. Ja, man läuft dreimal rum. Ja. Es gibt noch einen anderen. Warum kletterst du fast schneller wie ich? Keine Ahnung, ich bin gelenkiger. Gut, ich hab meinen Charakter nicht so fett machen sollen. Ich trete immer auf deine Füße, auf deine Hände drauf. Also, es gibt noch diesen anderen Kontrollraum. Nicht nur den fürs Wasser. Ach, ja, aber echt, wenn du in First Person hier rumläufst, dann sieht das so aus, als würdest du in so eine Art Zeitmaschine reisen. Wo ist denn der andere Kontrollraum? Der ist auch hier irgendwo. In dem Trakt. Wow. Leg. Lauf am links. Machen wir hier. Irgendwo vielleicht dann nochmal links. Und dann hier rein. Haben wir doch schon. Haben wir von. Ja, von hier kamen wir, ne? Ja. Zurück. Ja, ja. Back, back in time, time. Back in time. Du. Baby. Oh, baby. Dann gehen wir jetzt nochmal links. Okay, jetzt sind wir auf der Seite. Das war kein Eingang. Das ist die Relto-Seite. Welche Relto-Seite? Achso, stimmt die, ja. Eben haben. Die wir von innen erreicht haben. Also, wenn wir hier in den Kontrollraum müssen. Genau. So, aber was müssen wir denn da machen? Ach, guck mal, da sind so blaue Knöpfe. Ja, ja, da kann man die Position, die da angezeigt ist, ändern. Guckst du, dann gibt man hier rüber. Ah ne, ich hab mich in die falsche Richtung bewegt. Dann kannst du den Raum verändern. Weil genau, und noch eins weiter musst genau. Du. So, jetzt sind ja, wir nämlich da. Genau. Dann mach ich so. Nein. Mach ich so. Ich weiß bloß nicht, welche sind. Können wir gleich mal jubeln hier. Also, wenn ich das richtig sehe, der links, also die sind, ja, jetzt hast du sie alle ausgestellt, glaube ich. Ups. Genau, richtig. Jo. Was, jetzt ist es richtig? Ja, wir die, wo müssen wir in die andere Richtung? Wir müssen, zurück, ne? Nee, ja doch, genau, wir müssen hier lang und dann links. Genau, wir müssen an Donuts vorbei. The Donuts of Doom. Also, sakri köstlich. Ja, genau. Da hat er so eine Waffel von der Decke runtergeholt. Sakri köstlich. Und folgst du mir noch? Ja, aber ernsthaft, der FOV ist doch mindestens bei 90. Bei mir ist irgendwie bei 220 oder so. Ja, aber... Du, ich bin gemein. Ja. Und boah, ich trage dich auf meinen Schultern. Bis... Ich weiß, das ist fies. So. Ja. Swaggy. Swaggetti Odonese. Und mal gucken, ob du recht hattest. Da-da-da-dum. Mach. Push the button. Ja. Push the button, push the button, push the button. Hey. Sieht gut aus, ne? Ich würde sagen, wir sind oben. Wir sind on top. Auf der Welt. Oder sehen wir. Noch mal direkt hier raus, ey. So, jetzt gibt's hier nämlich. Oh, guck dir mal diese schönen Berge an. Auch wenn es so eine Textur ist. Und hier gibt's einen schönen Rucksack für uns einzusammeln, da hinten. Ah, nehmen wir doch mit. Ja, ich auch. Den klaust du mir nicht. Jetzt hat
Jetzt haben wir den Ernst von der Nase weg. Mein Gott, am wenigsten sieht das sieht aber auch nicht so toll aus. Ja, okay. War jetzt blau, ne? Ja. So, hier unten ist nämlich, jetzt mache ich gleich wieder Fahne Muscles. Das sind meine starken Muckis. Aber erstmal hier. Pressen, ach, nichts Besonderes. Was war das hier? So, jetzt pass auf. Beobachte mich einfach, ja? Ja. Hä? Oh, ja. Pressen. Kann man. Ja, ich hab's gleich. Oh, jawohl. Ich hab's geschafft. Und jetzt haben wir den Übergang. Hast du brav gemacht. So, jetzt haben wir hier nämlich. Hahaha. Ja. Jetzt müssen wir hier nämlich diese komischen Dinger machen. Diese Dinger halt. Wir müssen. Diese Bricks. Und du siehst hier zum Beispiel diesen komischen Stein, ne? Das ist so eine Baro-Cave. Ja. Und das daneben, ne? Das ist so. Ich weiß nicht, wenn ich da drauf fliege, ob ich dann direkt dahin reise. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Das ist dieses Ding, wenn du da hingehst, dann schmeißt du das zum Test da rein, ob es funktioniert. Praktisch. Okay. Das ist so eine Testkammer. Also jetzt muss und ich. In die Baro-Cave, also du wirst das dann später so machen. Du nimmst ja dann halt, warte, ich drück mal hier den Knopf. Okay, nichts passiert. Also du hier wird auch später so ein Brick auftauchen, den klickst du dann an und dann gehst du halt hier in die Baro-Cave. Dann lässt du den fallen. Oder ich halt. Mhm. Und dann steht der eine in Anunnai in der Baro-Cave, da gibt's nämlich auch einen und dann siehst du nämlich das Leuchten an der Wand. Und dieses Muster muss er dann fotografieren. Das ist dann halt für den Mystkamin später. Und so wird das dann ablaufen, ja. Ja, aber erstmal, wie werden diese Bricks gemacht? Das ist die große Frage. Und ich glaube, es hat was mit diesem Temperaturdings da auf sich. Oder? Ja. Wie wär's denn hier mit dem Hebel? Nein, nichts gebraucht. Nichts will was bringen. Bist mir im Weg, kann nichts sehen. Kannst ja auch nichts machen. Doch, doch. Ach nee, weil die Plattform jetzt oben ist, kann man hier unten, glaube ich, jetzt die Dinger einstellen, ne? Oder? Nee, du kannst hier gar nichts machen. Toll. Ich gehe mal zurück und fahre das Ding runter. Ich gehe mal zurück und fahre das Ding runter. Du kannst da unten warten. Ich bin ja hier oben. Das folgst du mir jetzt, oder was? Nö. Wir sind nach oben gefahren. Ja, ja. Stimmt. Also, es ist, ja. Nee, aber wir sind dann eine Leiter runtergegangen. Und deswegen sind wir wieder auf Höhe des Dings. Das werde ich jetzt runterfahren. So. Und ich habe so das Gefühl, wir müssen jetzt in den Kontrollraum zurück und alles nochmal anstellen. Nee. Moment, ich lese. Ach nee, guck mal, jetzt ist es hier nämlich heller geworden. Warte mal, vielleicht. Nee, das funktioniert erst, wenn der Knopf leuchtet. Das auch nicht passieren. Genau, nämlich wenn du den blauen Knopf drückst. Dann öffnet sich das Ding und da sind diese Bricks. Und wenn du den Hebel drückst, dann werden die restlichen alle weggemacht. Gelöscht praktisch. Und hier muss man die halt aufheizen. Denke ich mal. Und du weißt es ja besser. Wir haben hier diesen aktuellsten Journey Cloth ja benutzt, diesen Shell Cloth hier. Ja. Also du noch nicht, oder? Ich hab doch die schon, ich klicke nochmal drauf. Den brauchen wir nämlich jetzt. Ich hab ihn auch. Okay. Ja. Wofür? Ja, weil man muss jetzt hier wegreisen. In eines dieser zwei Orte, ich weiß nicht welchen Moment.
Ich habe keine Ahnung, ob ich dann auch in dieselbe Welt komme. Barus dort. Ich drücke jetzt mal darauf. Okay, da kommt jeder, glaube ich, in seine eigene. Warte mal, da ist doch. Da ist so ein Stein. Ich drücke erstmal das Linking Bock. Okay, mit dem Stein kannst du auch nicht ver. Nee, man ist allein. Soll ich mal hinterher reisen oder soll ich warten? Ja, ich weiß auch nicht, ob du. Na gut, das eine ist in der Stadt, sprich, du könntest theoretisch hinterher reisen. Ja, aber nicht. Das ist ja praktisch in deiner persönlichen Stadt dann. Nee, oder? Oder sind bei dir 50.000 Leute drin? Wir müssten nämlich im selben Bevin sein, damit wir uns da treffen. Ich warte mal, bis du zurückkommst. Das hier ist ne? Falscher Knopf. Ich kletter mal die Leiter hoch und schau, was dann passiert. Aha, ich sehe eine Tür oder sowas. Autsch. Gesundheit. Danke. Und? Ich komme wieder. Direkt. Gibt's ein Buch zurück? Ja. Bei dem Buch schon, aber nicht bei dem Stein. Ja klar, der Stein ist in der Paro-Höhle. Hi. Ja, ich bin wieder zurück. Und hat sich was getan? Ich muss in die Barohöhle. Okay. Dann geh mal in die Barohöhle. Also du. Look at my Barohöhle. My Barohöle is amazing. Oh Gott. Das ist übelst schlecht. Ich weiß. Das ist schlechter als schlecht. Look at my mop. My mop is amazing. Give it a lick. It rushes like crazy. Na? Schauen wir doch mal. Was ein Tixi Kiffer. Guck mal, ob an der Wand auch so Mühs-Symbole schon sind. So Kamin-Symbole. Ja, das sind so. Das sind für drei verschiedene Symbole. Mhm. Okay, wie wunderhübsch die Hülle ist. Kann ich gar nicht direkt runter gucken. Ist aber eine tiefe Höhle mit einem Loch. Jetzt muss ich mein Reitbuch benutzen. Und dann bin ich gleich wieder da dran. Eine Mail des DRCs, wo dann erklärt, was man da machen muss. Mein Gott.
Laterne. Aha. Ein Mopsi zu Knecht, die alle zu finden sind. Okay, und jetzt? Ich suche. Mhm. Was möchte mit dir von mir? Also ich glaube ja, es hat was mit dem Ding zu tun, dass da jetzt wieder alles eingeschaltet werden muss hier. Das ist, dass du halt die Stäbe anzünden musst. Ach so, okay. Der Aufzugsraum ist kein Aufzugsraum. Sondern? Ein Ofenkontrollraum. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und jetzt müssen wir nämlich wieder die Öfen anschalten, ne? Ja, und Moment, Moment. Also du musst Strom anmachen. Mach Strom an. Strom ist an. Achso, okay. Die Öfen, komm, bleib du da, ich mach die Öfen gerade an. Welche Öfen? Ja, die da. Die müssen ja angemacht werden, die sehen ja jetzt aus. Warte mal. Die sind doch alle aus, die hast du ja alle ausgemacht, damit wir hochfahren können. Jetzt machen wir sie halt wieder alle an. Also ich mach sie alle an. Ne? Ja. Genau. Da kannst du, musst du dich nicht so abrackern beim Laufen. Returning to the scope of CGL. Ja, genau. Ja, genau, du musst diese, du musst nicht die Turbine anmachen, sondern hier in diesem Raum die vier Dinger. Ich weiß. Achso. Was meine ich? Gut, ich hab gerade, ja. So. Bin gleich schon da. Genau. Das sind. Moment. Wir werden vielleicht gleich, also später, gehe ich in die deutsche Gemeinde und dann lade ich dich einfach in die deutsche Gemeinde ein, ne? Genau. Das wäre dann praktisch. Ja. So. Zack, einmal an. Zack, zweimal an. Zack, auch an. Gehen sie an. Ja, so, ich hör's. Ich hab's alle eingeschaltet. Komme ich jetzt wieder zurück. Ach, wie gemein. Ich muss noch mal in die Baro Cave. Ich habe eine Sache übersehen. Aber es hat ja jetzt keine Auswirkungen. So. Look at my Baro Cave. So. Sachen notieren. Na gut, eigentlich die sehen gleich aus wie in der Komplettversion. So. Sprich dahin, dahin, dahin. Musst du was in der Cave machen? Ja, ich habe kurz was nachgucken müssen. Das sind drei Symbole.
Die eine sagt wie lang, also die drei Symbole haben unterschiedliche Einstellungssachen, die man dann da braucht. Na, da ist er ja wieder. Schauen wir doch mal. Ach so, das ist das Ding. Ich habe gerade gedacht, jetzt habe ich so ein Störgeräusch. Das hört sich an wie so ein Strahlenmessgerät. Und Geigenzähler. Ein Geigerzähler, nicht Geigenzähler. Was macht das Ding? Es zählt Geigen. Ich gehe mal kurz auf Klo. Halte ich nicht auf. Ich verstehe nicht, das. Ach, so funktioniert das. Also, ich brauche. On. Ah, okay, ja. Müsste eigentlich passen. Hoffe ich. Ja, und jetzt müsste ich da drauf. Hast du was falsch gemacht? Ach so, ich glaube, ich muss es bei allen machen, oder? Ja, ja, klar. Muss es bei allen auch gleich sein? Ja. Okay, du kannst mir das sagen, dann kann ich auch bei anderen machen, wie die eingestellt werden müssen. Ich mach das schnell. Das ist blöd zu sagen, ja, ja, aber, okay, okay. Aber es ja, sind drei Regler, die man hier einstellen muss. Das ist, wenn man es weiß, ist total easy. Okay, der stimmt schon mal. Der geht an und der geht auch an. Genau, das müsste passen. Perfekto. Du weißt, wenn auch nur eine Sache falsch ist und wir 8 Stunden warten, dann ist das ganze Ding für den Arsch. Man muss 8 Stunden warten, bis dann das Ding anspringt, oder? Ja, oder ja, guck mal, es müsste ja, also du kannst ja mal gucken auf der Webseite, was da steht, aber es müssten auf jeden Fall Stunden ein paar Stunden. Irgendwas. 4 Stunden. Ja, aber ernsthaft, ich habe jetzt keinen Bock, um 2 Uhr nachts dann nochmal da dran zu gehen. Nee, ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Das machen wir dann morgen irgendwann. Morgen ist schlecht, morgen habe ich ja Zeit. Naja, wenn du Zeit hast. Ja. Morgen weiß ich nicht, dass ich gar. Ist ja nicht so, dass die Dinger dann verrecken oder dass sie schlecht werden. Ja, dann geht's ja. Ja, gut, das sind. Du bist jetzt schon beim letzten, ne? Ja. Dann machen wir da gleich noch, dass wir in die deutsche Gemeinde kommen. Okay, und muss richtig sein. Dann müssen die Dinger in Arbeit gehen. Jo! Da gehen sie in Arbeit. Jo. Ich würde sagen. Warte mal, ich schau lieber nochmal. Jo, schau doch mal.
Ich gehe in der Zeit mal gerade, wundere dich nicht, ich gehe mal kurz aus der Welt raus. Okay, ja, macht mir mehr nichts. Das stimmt alles, die sind ja alle gleichzeitig angegangen. Bist du nicht alles? Nein, einer ist nicht angegangen. Oh. Na, da musst du gucken. Ach, du bist nicht angegangen. Der. Hä? Müsste eigentlich passen. Aber das eine Ding leuchtet nicht auf. Ein Ding steht. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Oder ob das normal ist. Blödes in der Komplettlösung steht auch nicht. Wie viel Dinge hier angeht. Ich weiß nicht, was passiert. Also, wenn ja wenigstens drei Stück richtig sind, dann ist ja in Ordnung. Okay, ja, die laufen. Brauchen ja eigentlich nur eins. Ach so, okay. Ja. Ah, jetzt ist er angesprungen. Ja. Hm, hat Verzögerung. Oder das ist, wenn er dann synchron läuft. Irgendwie so. Egal, es läuft. Man kann jetzt hier auch nichts weiter machen, steht ja auch in der Lösung. German Explorers. Da, German Nulp. Dann soll ich zurück in meinen. Ja. Geh in den Relto. Und ne, komm, geh mal in die Stadt am besten. Dann machen wir das schnell. Boot. Mal gucken. Weil der Typ, der in dem Bevan war, in dem ich bin, der ist auch Deutscher und ist ja auch mit seinem zweiten Account praktisch drin. Immer diese Deutschen. So. Oh, ich bin jetzt schon eine Stunde, das Spiel ist noch nicht abgestürzt. Kannst du mal am Nexus gucken, German Nulps Baby. Jetzt. Moment. Du meinst Public Links, oder? Public Links. Game Master Quest. Kill of Messengers, Kill of Instructor. German Nulps Hood. Mhm. War ich da nicht schon mal? Stimmt. Ich glaube ja, mit deinem anderen Account. Das kann sein, da war niemals jemand da, wenn ich da war. Da.
ladet. Also der Typ, der kommt jetzt mit seinem normalen Account rein, ne? Und der Das Bild ist lädt mich dann auch ein. Ist normal, dass da längere Ladezeiten sind. Ja. Gut. Ja, es ladet. Yay. Angeber, du. Ja, stimmt, ne? So, ist der Typ schon ausgelockt? Ne, ist er noch nicht. Soll jetzt kommen, ey. Ich weiß noch, wie du einmal hier durchgeguckt hast und das Spiel ist abgestürzt. Bei mir ist das noch nicht passiert, aber hey. Wir können uns ja in der Zeit mal ein bisschen hier umgucken. Hier gibt's ja recht Zeug. Viele Sachen. So. Ich höre Tippen. Achso, das bist du. Ist zum Beispiel so ein. War hier ein Knopf oder ein Buch? Hier war nämlich irgendwo. Da ist so ein Knopf, geht der? Da hat nämlich dann früher mal einer gesprochen. Ich erinnere mich damals. Da ist ein Buch. Inspired Fairs. Ah, okay. Schicker Wasserfall. Wo bist du denn hin? Ich bin mir hier ein bisschen umgucken. Ich gehe jetzt in das Zimmer neben dem Classroom. Das ist rechts daneben der Raum. Hier war nämlich auch noch irgendwas. Irgendwas war hier. Irgendwas, da ist nichts. Auch nix. Irgendwas, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo was war. Und das, also nur so ein Kristall da, ist ja langweilig. Ich glaube nicht, hier war noch irgendwo, also in der... Kann man die Türen zumachen, ging das? Hören wir mal aus. Ne, scheiße. Wo bist du denn? Ich gehe mich hier ein bisschen umgucken. Ja, ja, scheint wohl nicht so zu sein. Das ist die Classroom. Stell dich mal da vorne hin. Oh, hier. Ja, alle ans Pult. So. Ach so. Ich war einmal am Mittelmeer und hatte keine Mittel mehr. Herr Lehrer. Ja, Fahne. Nehmen Sie mich dran. Ich hab Ihnen da was zu sagen. Gut. Bin ich beleidigt. Das ist blöd. Da musst du so machen. Oder auch... Ich weiß nicht mehr genau, wie war das mit den Armen verschränken? Shrug, ne? Ja, ich glaube schon. Nein, das. Nee, das war. Du meinst Cross Arms. Oder? Ja. Das finde ich echt nicht gut von Ihnen. Was haben wir sonst noch? Ah, auch nicht schlecht. Und zwar. Nicht Telk. Talk. Ja. Hä? Rede mit der Hand. Talk to hand.
Du musst einfach bloß eingeben Talk Hand. Oder das hier. Oh, damn. Ja, im Klassenzimmer. Am liebsten lies mein Shirt von hinten. Was ist das denn? Schau. Auch nicht schlecht. Was ist das denn? Schuh, also S-H-O-O. So wie Schusch weg. Was ist das denn? Ah ne, das ist das hier. Aber was soll das sein? Winded. Ach so. Schnaufen. Ah, kommt der jetzt mal mit seinem Account? Also schreibt ihr, ich komme mit meinem Account, dann kommt er doch nicht. Ach, guck mal, da oben sind die Dunny-Zahlen an der Wand. Ja. Ich glaube, die sind bestimmt doch so richtig geordnet. 1, 2, 3, 5. Kannst du gleich sagen. Achso, ich muss. Ach, guck mal hier. The recent book is in the linking room. Oh, es laggt. Please link to the Garrison Age to pick up your key. Welcome to Dani. Welcome to... Hier ist auch eine Erklärung vom Zeitsystem der Dani. Dani Time. The Dani Time Keeping System is very different than the system used on Earth's surface. Below is an explanation of some of the major differences in terms. The Dani largest amount of time in is an Har. The Har is Rolly. Hier ist übrigens noch eine Relfo-Seite, wenn er gleich mal, falls die überhaupt noch da ist, die war früher mal da. Na? Haben sie verkauft. Ne, hier ist sie nicht. Schade, da waren nämlich so Inseln. Eine Insel. Ich setz mich jetzt beleidigt hier hin. Wo bist du denn? Ach, da unten. Können wir nämlich jetzt lustige Spiele spielen. Hey, da ist jemand rein. Genau, das ist U2. Das ist der, der... Du glitschst den Pylon durch die Gegend. Hi! Autsch. Moin. Ich hoffe, er geht. Ja, warte, geh nur nicht so nah an mich ran, ey. Mal weg, ey. Was denn? Ich bräuchte jetzt dein Reisebuch oder so. Please welcome the mob, a rank 1 player with 100 points. Oh mein Gott. Dup. Hi. Der Fahne wants to ask a question. Uwe ist jetzt auch drin. Genau, das ist der Richtige. Der bringt uns nämlich ins... Wo ist er denn? Ach, da. Wo? Komm mal hierher. Komm mal hierher. Stück rüber, Stück rüber. Stehst du mich in dir drin? Genau, in dir drin. Genau. Wunderbar. Komm mal her. Gleichen sich wie einen als den anderen. Naja, also Moin. Er sieht ein bisschen älter aus, ne? Man hat nur Moi gehört. Moin? Ja, Hallöchen. Euch jetzt dein Relto, ne?
Ich gebe ihm dann die Einladung. Ist kein Problem. Das schaut mich ganz böse an. Guck mal, was ich jetzt mach. Oh mein Gott, du fasst in sein Buch. Und ich? Was ist? Du wartest einfach da. Weg vor. Renn weg vor ihm. Willst du da auch mitkommen? Soll ich auch mitkommen? Alter, der hat ein krasses Rät, oder? Das ist schon voll. Ah ja, warum nicht? Ach, bist jetzt auch drin? Er möchte mich einladen. Ja, gut. Ja, aber das Problem ist, du musst erst dein jetziges Gemeindebuch löschen. Und mach ich das? Da gehst du in deine Relte und dann drückst. Nee, jetzt hat er mich eingeladen. Ich weiß, jetzt bringt's aber gerade nichts. Was? Und jetzt sind wir halt offiziell in der Nalps. Wir sind Deutsche. Und jetzt? Oh, ich lagge. Ah, ich bin jetzt. Ralf M. Ich bin jetzt mitgereist. Ja, auch in die Welt hier. Ja, in das Relto. Also geh mal in dein Relto. Moment. Komm, weißt du was? Nimm mich mal bitte in dein Relto gerade. Ich bin gerade in der Ladezone. Ach so. Weil er hat mich gerade in sein Relto eingeladen und ich habe drauf geklickt. Ja, er hat sein Relto noch nicht. Er hat sein Devil noch nicht gelöscht, deswegen dauert das noch ein bisschen. Ah, es ladet. Ah. Aber ich doch, oder? Oder? Interessant. Hübsch. Hört man's jetzt oder nicht? Wer? Ja, hier er. Ich bin in seinem Relto. Ja, komm ins Bevin. Also ich muss zurück ins Bevin kommen. Ja, ich hab's gehört. Ja, jetzt ist er mitgereist. Jetzt? Ja, du sollst in sein Bevin gehen einfach. Geh mal in dein Relto, bitte. Dann geh ich in mein Relto, Gott. Genau, geh in dein Relto. Ganz einfach. Kompliziert. So. Du musst dir vorstellen, der Typ und ich machen das Ganze gerade für YouTube. So, ja, jetzt bin ich wieder in meinem Relto und jetzt muss ich zurück ins... Gehst du zu deiner Bibliothek, zu deinen Büchern. So, dann hast du doch das Bevin-Buch, ne? Yes. Also das ganz links. Ja. Da kannst du, also oben hast du immer das Unlock-Ding und unten hast du dieses weiße, so ein weißes, da drückst du drauf, so was weißes. Da steht dann Delete oder sowas. You want to delete this book and lose your membership. Membership. Gott. Okay, ja, ich möchte. Und jetzt ist es weggezogen worden. Genau, und jetzt gehen wir einfach, willst du nochmal hier hinkommen oder wir gehen gerade in die Stadt? Meinst du mich oder? Ja. Was ist jetzt hier lieber? Dann komm mal gerade in die Stadt, dann gehe ich auch gerade bei Nexus. Gott, kompliziert. Ich weiß. Aber nicht so kompliziert wie bei anderen Online-Spielen. Dann musst du halt in mein Relto gehen, auf das Verbindungsbuch klicken und dann bist du auch bei den Jam. Dann gehe ich jetzt ins Ferry Terminal. So. Ja. 12 Leute. Das ist eine Menge. Soll ich das für YouTube rausschneiden? Nö. Bleibt schön drin. Oh. So, ich bin da. Ich. Ah, da kommt er direkt. Aber ist denn so alles da? Er kommt, ich komme. Ah, ne. Da. Hi. Jetzt bin ich da. Okay, zack. Kompliziert. Zack. Fass mal an. Aber noch nicht da in meinem Buch. Mit dem POV wirkt es ein bisschen, ja. Nicht so schlimm. Gut, dann haben wir aber echt gut geschafft heute. So, ich hatte das Buch schon. Ne, ist noch nicht frei. Ich mach's dir gerade frei. Wow, wir spielen schon eine Stunde 10 Minuten, ohne dass das Spiel abstürzt. So, kann's kommen. Ja, es ladet. Also früher war es immer so, jeden Mittwochabend um 19 Uhr ist hier große Versammlung. So war es früher, vor einem halben Jahr. Ja, ich bin hier. Ja, und jetzt gehst du einfach auf mein Bevin. Da gehst du einfach rein. Also ich soll einfach in dein Buch gehen. Also. Genau, in das Bevin. Gut. Dann bist du jetzt auch hier drin. Dann sind wir auch Neighbors.
Das... Jo, der LP-Mob ist nehmbar geworden. Gott, ist kompliziert. Ja, es ist gar nicht so schlimm, aber es ist relativ kompliziert. Hey! Alte Socke. Jetzt sind wir in einem Hood. Das Coole ist, guck dir mal das Ding an. Achtung, pass mal auf, was ich jetzt mache. So, ich mache da jetzt ein Bild. Komm, ich mache ein Bild von uns beiden drauf, oder? Wo machen wir das denn mal am besten? Wo machen wir das denn mal, das Bild? Wo meinst du es am besten? Hier auf der Brücke. So. Komm mal her. So. Kannst du dich so neben mich stellen? So. Nicht so in mich. So? Nee, geh mal rechts neben mich. Ja, genau. Nicht so nah. Warte, und lass uns gleich beide. Nee, die beide die Hand geben bringt nichts. Du kannst ja irgendeinen Move machen, was du willst. Aber ich drück dann F5 auf jeden Fall. War klar. Was? Ja, ist gemacht. So, jetzt mache ich uns das Ganze auf das Ding drauf. Es geht ganz einfach. So, ne, nicht Relto. Nicht Relto. So, Imager. So, wo ist er denn? Da ist der Danny Imager. Gut. Ganz unauffällig. Jetzt Achtung, zack. Jetzt kommt das gleich, muss auch ein bisschen warten. Generell startet die Übertragung um 20 Uhr und geht dann bis... Ja, das ist dieses Nullpradio. Ach, das gibt's also immer noch. So. Also das ist ein Foto, das ist nicht von uns. Genau. Das ist in Geresen, auf dem Stein. Hab ich... Das ist... Ja, du sollst schon auf den Bildschirm gucken, ne? Ja, wer weiß, ob die wollen, dass man das auf YouTube sieht. Ja, wollen die schon. Guck mal, so sieht das dann aus. Ja. In der großen Runde. Wenn denn mal eine halbwegs große Runde ist. Und dann kommt hier. Ja, sagst du, mein Bild wurde jetzt Klassiker. Nicht weiß, aha. Hier steht die Übertragung um. Update. Ach, hier. Ah, es ist. Wie dumm das aussieht. Ja, ne? Aber nicht so schlimm, wie er vermutet. Okay. Ja, ich würde sagen, haben wir heute einiges wieder geschafft. Ja. Weil wir so toll sind, kommt dann noch einmal Yay! Ich glaube, damit beenden wir den Part. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss.